Ja, mein Name ist Jonas Wolf. Ich bin Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Transformationsforschung und regionalem Fokus auf Lateinamerika. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung und auch der Lehre vor allem mit Fragen der Transformation politischer Ordnungen, Auseinandersetzung um Demokratie, Demokratisierung eben in Lateinamerika insbesondere und auch der Rolle sozialer Bewegungen, aber auch von Wirtschaftseliten in solchen politischen Transformationsprozessen. Ein Thema, mit dem ich mich aktuell sehr beschäftige und auch mehr noch beschäftigen will, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre, ist die Frage der Gewalt in Demokratien Lateinamerikas insbesondere. Und da gibt es insbesondere ein Phänomen, mit dem ich mich in Kolumbien sehr viel beschäftigt schon habe, wo es um Morde an zivilgesellschaftlichen Aktivistinnen und Aktivisten geht, das sich aber einordnet in Repressionen und eben physische Gewalt gegen MenschenrechtsverteidigerInnen, gegen indigene Aktivistinnen, Umweltaktivistinnen und das ist sowohl für meine Forschung als auch für meine Lehre ein wichtiges Thema. Ja. Also ich bin tatsächlich Frankfurter, also aus Frankfurt, insofern verbindet mich sehr viel mit dieser Stadt und habe auch in Frankfurt an dieser Universität studiert. Insofern gibt es da ganz, ganz viele, auch natürlich sehr persönliche Verbindungen. Gleichzeitig ist aber die Goethe-Uni für mich jetzt auch aus akademischer Sicht einfach ein sehr spannender Ort. Meine Professur ist ja eine Kooperationsprofessur mit dem Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und auch diese Verbindung von außeruniversitärer Forschung und dann Universität ist eine, die mir hochattraktiv erscheint und die einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten der Kooperation erschließt.